ihre Kinder keine Zukunft in Marzahn. Sie selbst hat hier die schlimmste Erfahrung ihres Lebens machen müssen. Denn ihre 12-jährige Tochter Saskia ist das Resultat einer Vergewaltigung. Peggy war erst 15, als das Verbrechen geschah und ihre Jugend brutal zerstörte. Ja, vor 13 Jahren ist hier die Vergewaltigung passiert, ja. Hier bin ich eigentlich sehr ungerne. Meine Eltern wollten damals, dass ich hier hinten einkaufen gehe. Und ja, am helllichten Tage wurde ich von ein paar Leuten festgehalten und vergewaltigt. Die anderen, die dabei waren, die haben sie verhaftet. Die mussten, glaube ich, auch sitzen. Aber der Direkte, der mich da direkt vergewaltigt hat, den haben sie nie gefunden. Ich denke sehr viel dran, wenn mein Kind auf den Spielplatz geht, also oder rausgeht, die Große. Und da denkt man immer schon irgendwo zurück, dass es mit dem eigenen Kind nicht passiert. Und ganz oft denke ich daran, wenn ich hier vorbeifahre. Ich habe ihr das ganz normal versucht zu erklären, weil sie mich fragte, wer ihr Vater ist. Und ja, dann habe ich ihr halt erzählt, dass sie keinen Vater hat. Dass der Vorfall damals gewesen ist. Und naja, sie sagte eigentlich nur, dass sie stolz ist, dass ich sie behalten habe. Manche Eltern hätten das Kind weggeschmissen oder zur Adoption freigegeben oder so. Ich habe mir gesagt, nee, das mache ich nicht. Weil das Kind kann ja nichts dafür. Peggys Schicksal ist kein Einzelfall in Marzahn. Ständig ist die Polizei hier im Einsatz. Ständig werden Gesetze gebrochen. Kriminalität ist hier ganz hochgeschrieben. Über Schlägereien, über versuchte Tötung, eigentlich alles. Die Kinder in Marzahn werden schnell erwachsen. Unbeschwerte Kindheit gibt es hier nicht wirklich. Fehlende Ausbildungs- und Arbeitsplätze schüren den Frust, die Aggression und die Hoffnungslosigkeit unter den Jugendlichen. Dazu kommt oftmals noch die Armut der Familien. Eine gefährliche Mixtur, die auch Nährboden für rechtsradikales Gedankengut ist. Ich bin Kuba Mafia, ich will gehen platt. Für mich ist der Ausländer halt einfach nur ein Schandfleck zur Zeit. Weil wir haben eindeutig zu viele. Und wenn ich dann immer höre, ja, wir nehmen jetzt das Einreisegesetz einfach mal weg oder so, und das ärgert mich höllisch. Und der Russe, der mir meine Mütze geklaut hat, kriegt vor den Kopf. Was seid ihr denn? Jugendlichen, die sind richtig schön aufmutzig, haben null Respekt mehr. Also Leben ist hier eigentlich relativ schwer. Für mich ist das hier ein Ghetto. Es macht einfach keinen Spaß mehr, hier zu wohnen. Marzahn ist keine Zukunft für meine Kinder, definitiv nicht. Also die Perspektiven für Kinder hier in Marzahn, gleich null. Mann, halt dein Maul, du Kunde. Mann, geh zu deiner Mutter, du kleiner Hurensohn. Na, Joppa! Mama, halt deine Mutti, Alter. Na, hier Marzahn, das wird sich nicht ändern, weil ich hab 6 groß gekriegt und dann wird der Rest da auch noch groß werden. Supernanny Katja Saalfrank weiß, dass Perspektivlosigkeit und Frust oft der Grund für sinnlose Gewalt und Aggression unter Jugendlichen sind. Katja hofft, einen Zugang zu den Jugendlichen zu finden, um ihnen zu helfen und ihnen Alternativen aufzeigen zu können. Saskia und Angie erwarten Katja mit gemischten Gefühlen. Ich habe schon gehört, dass ihr hier seid, dass ich euch hier finde. Ist das hier euer Platz, ja? Hm. Wie alt bist du? 12. Und es ist cool, ja? Mhm. Ich wollte fragen, ob es okay ist für euch. Ich habe mit euren Eltern schon gesprochen, wenn ich euch begleite. Mhm. Ja. Ja? Nur wenn du es nervst. Das kann ich dir nicht versprechen. Toll. Darf ich trotzdem mitkommen? Mhm. Mhm.
Ich weiß ja schon so ein bisschen, worauf ich mich hier eingelassen habe. Ich bin hier in einem relativ schwierigen Stadtteil auch. Viele Jugendliche sind auf der Straße, aber ich muss schon sagen, dass es mich auch erschreckt, wenn ich sehe, dass eine 12-Jährige mich mit einer Zigarette in der Hand begrüßt, so als ob das völlig selbstverständlich wäre. Und ja, ich muss einfach, merke einfach, dass mich das jetzt auch gerade erschreckt so. Gemeinsam mit den Mädchen zieht Katja durch den Block. Erste Anlaufstelle, einer der Kinderspielplätze, den die Jugendlichen für sich beanspruchen. Angie und Saskia hängen hier meistens ab. Normalerweise müssten jetzt auch gleich die anderen kommen und dann eigentlich geht's hier mehr los. Wo hast du jetzt die Zigarette hingeschmissen? Hier auf dem Boden. Das ist ja toll. Ja, das ist unser Aschenbecher. Macht ihr den auch irgendwann mal sauber, oder? Nö. Nö. Wird von den anderen so immer. Und die Kinder, die da spielen? Haben sie Pech. Die Mädchen sitzen auf einem Spielplatz, auf einem Kinderspielplatz, oben auf dem Dach, rauchen, haben nicht wirklich ein Gesprächsthema. Die Zigaretten werden dann an den Sand geschmissen. Also ja, die öden sich einfach an im Augenblick und es entsteht eine große Langeweile. Du nervst. Du auch. Dumme Pute. Schnauze. Komm, wir rufen jetzt die Bullen. Es passiert irgendwie gar nichts. Also es ist nichts geplant und sie haben auch gar nichts im Kopf, sondern es ist wirklich nur so abhängen. Und ja, hier und da wird mal so ein bisschen auch gröber miteinander umgegangen oder sie treffen jemanden, den pöbeln sie mal an. Aber so wirklich planvoll wirkt das nicht. Leicht gereizt und genervt ziehen Saskia und Angie gemeinsam mit der Supernanny weiter durch ihren Kiez. Tschüss. Guten Tag und tschüss. Mein Bruder hat noch Schnauze. Ich hab deinen Bruder in Hand. Guten Tag und tschüss. Mann. Hey, ich wollte auch mal Hallo sagen. Hi, ich bin Katja. Angie scheint im Augenblick sehr schlechter Stimmung zu sein. Sie hat irgendwie Frust und lässt den an anderen aus. Und sie hat scheinbar im Augenblick gar keine Idee, was mit sich anzufangen. Die Stimmung ist gedrückt. Die Mädchen reden kaum und wirken verschlossen. Gelangweilt ziehen sie zum nächsten Spielplatz. Und dann taucht plötzlich Saskias Mutter Peggy auf. Hi Mama. Meine Mutter, die sitzt zu Hause mit dem Arsch auf der Bank. Hallo, ich bin Katja, hallo. Peggy, die Mutti? Grüß dich. Von sieben zu Hause? Nee. Doch. Magst du dich mal hier mit dazusetzen? Okay. Ich habe Peggy jetzt kennengelernt und mein Eindruck ist, dass sie eigentlich sonst weniger unten ist, dass sie sich weniger kümmert und interessiert ist. Und ja, vielleicht macht sie das jetzt auch, um einfach zu signalisieren, ich bin auch da und ich kümmere mich. Ziehst du dich mal bitte wieder an? Ich glaube, ich bin... Nein, zieh dich sofort an. Du hast dich sofort anzuziehen. Nee, Saskia, anzieh. Du hast wohl... Mach, ganz schnell. Das muss keiner wissen, was du drunter trägst. Sauber hier. Es ist sehr warm heute und Saskia hat ihr T-Shirt ausgezogen, hatte ein Bikini unten drunter und ja, daraufhin fand ich, hat Peggy jetzt relativ überreagiert. Sie hat gesagt, zieh dich sofort wieder an, war total empört und ich fand es jetzt etwas übertrieben. Peggys Visite ist nur kurz und Katja zieht weiter mit den Mädchen. Am Nachmittag stoßen die anderen Jugendlichen dazu. Mit der ganzen Gruppe geht es scheinbar ziellos weiter durchs Revier der Kinder. Ihre einzige Beschäftigung: sich gegenseitig aufputschen und Frust ablassen. Ja. Also was findet jetzt statt bei euch? Wir gehen jetzt auf den Hof und machen wir die andere Scheibe kaputt. Was für eine andere Scheibe? Weil gestern ist ja die Falze kaputt gegangen. Gestern? Vorgestern. Halt, vorgestern ist die Falze kaputt gegangen. Ist eine andere Scheibe kaputt gegangen, ja. Weil da hat immer irgend so ein Typ zu uns den schönsten Finger gezeigt. Der ist nicht schön. Schöner Finger, scheiß Besitzer, aber. Ja, genau. Und die Scheibe wollten wir kaputt machen eigentlich, weil er uns so angekotzt hat, hat er immer weiter gemacht. Und dann hat eine Freundin von uns geworfen und hat aus Versehen die falsche Scheibe gemacht. Ja, weil sie uns hochgeschmissen hat. Da schmeißt ihr einfach Scheiben ein. Ja. Ja. Und jetzt habt ihr vorgestern die falsche eingeworfen, jetzt wollt ihr die richtige einwerfen. Ja. Angie schlägt vor, dass jetzt Steine geworfen werden. Und ich habe mitbekommen, dass vor einigen Tagen ein Fenster zu Bruch gegangen ist durch so eine Aktion. Und habe dann natürlich auch gesagt, dass das nicht geht. Ja, und dann gibt es keinen Ärger, oder? Also für mich nicht. Meine Mutter kennt mich jetzt schon. Also ich gucke mir das jetzt gerne an, aber warte mal, ich gucke mir das jetzt gerne an. Aber es ist schon klar, wenn ich dabei bin, wirst du keine Scheibe ein.
Ja, sorry. Im Augenblick habe ich das Gefühl, dass sie eher ideenlos sind und dass aus dieser Ideenlosigkeit eben auch ja, so ganz viel Destruktives entsteht, also eher Negatives. Und das finde ich schade, weil die haben eigentlich ganz viel Potenzial und könnten, glaube ich, ganz viel machen. Im Ersten oder im Zweiten? Oder? Hier im Ersten sieht man das gleich. Und im Zweiten haben wir auch schon. Also da, da bin ich jetzt kurz und dann im Zweiten. Ja, guck, der hat auch schon Angst. Ja. Arsch. Lass mal zum Alten gehen. Charmant. Wer ist jetzt die Alte? Meine Mutter. Ach, deine Mutter. Das ist ja charmant. Opa. Da müssen wir dann vorne rumgehen, ja? Mama! Kannst du mir was zu trinken runterschmeißen? Ey, ist Dani noch bei euch? Was? Dani! Ja? Ja. Melli? Ja, nee! Ja! Nee! Ja, breit das Antilope? Kann ich dir, Alene? Pusse. Wie viele Leute wohnen denn da bei euch? 8. Oh. Mit dem Hund sind es 9. Ja. Der Hund ist ja kein Leut. Aha. Und welches ist jetzt deine Mutter? Die jetzt da was zu trinken. Als Angie ihre Mutter gebeten hat, ihr was zu trinken runterzugeben, da kam eigentlich wirklich nur diese Flasche rausgeflogen und es gab kein, wie geht's dir, was machst du, oder sonst ein liebes Wort oder ein Interesse, sondern sie ist jetzt auch nicht mehr zu sehen und ich hätte ihr eigentlich gerne guten Tag gesagt. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass die Jugendlichen und Kinder nicht sehr freundlich miteinander umgehen. Der Ton ist sehr rau. Es ist ja schon immer auch mit Ansatz fast zur Klopperei hin. Rassenköter! Ja, man kann sich auch hier und da schon mal einen blauen Fleck holen. Und insofern, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eher belustigt sein soll oder erstaunt. Ich schaue mir das hier an. Fick dein Leben, Alter. Ist das jetzt Spaß oder Ernst bei euch? Das ist ein Spaß. Also. Aber eben ist ja ein Stein geflogen. Hast du keine Angst, den an den Kopf zu kriegen? Nö. Nee? Nee, die hat Angst, dass jemand an uns geflogen kommt. Renzis. Diese Steine schmeißen, das finde ich schon beängstigend und dass da auch wirklich überhaupt niemand Stellung bezieht dazu. Ich meine, hier sind überall Wohnblocks. Es gibt keinen einzigen, der mal aus dem Fenster schaut oder auch die Leute, die vorbeigehen, dass da keiner irgendwas sagt. Das finde ich auch schon erschreckend. Als die Jugendlichen immer weiter mit Steinen schmeißen und die Situation zu eskalieren droht, sieht Katja keine andere Lösung, als bei der Mutter von Angie zu klingeln und sie mit den Fakten zu konfrontieren. Schließlich findet alles direkt vor der Wohnung der 36-Jährigen statt. Weißt du, was die hier draußen machen? Kriegst du das mit? Nö, nicht wirklich. Nicht wirklich? Nö. Sind Steine geflogen eben? Ja. Und? Sag's dir gar nichts zu, ja, wenn die mit den Steinen schmeißen, sich gegenseitig. Kann ja auch mal einen Kopf treffen, oder? Was soll ich dazu sagen? Mir würde da eine Menge einfallen zu. Ja, warten. Also mir fällt ja, dass das nicht geht. Also ich meine, wenn die sich dann mit Steinen beschmeißen, hast du da keine Sorge, dass mal was passiert? Ja. Und? Ich kenne sie. Hm. Dann kann ich dann sagen, was ich will, die hört mir eh nicht zu. Die ist für mich bestraft, indem ich sie nicht beachte. Ah. Ich denke schon, dass die Mutter von Angie jemand ist, der eigentlich klar Position beziehen kann, kann sich auch ganz klar mir gegenüber äußern und wirkt auch resolut. Mein Gefühl ist, dass sie im Augenblick einfach wenig Interesse hat an dem, was Angie macht und ihr auch nicht so liebevoll zugewandt ist, sondern eher ja, sauer ist, wütend ist, vielleicht auch so ein bisschen gleichgültig. Katja ist erstaunt, wie resigniert Babsi ihrer 13-jährigen Tochter entgegentritt. Bevor Katja mit den Jugendlichen weiterzieht, will sie nun unbedingt auch mit Peggy, der Mutter von Saskia, in Ruhe reden. Sie ist gespannt, was die vierfache Mutter zum Treiben ihrer Tochter sagt. Ja, ich habe ja deine Tochter begleitet. Ja. Die letzte Zeit jetzt, ja. Und ich wollte einfach mit dir mal darüber sprechen, weil es gab ja schon so ein paar Sachen, die ich jetzt auch gesehen habe, wo ich mir vorstellen könnte, dass eine Mutter auch mal besorgt ist oder so. Ja. Ja? Na, eine Situation hast du, denke ich mal, heute schon mitgekriegt. Mit dem Ausziehen, mitten auf dem Spielplatz.
Schock. Jetzt darf ich fragen, was das für Schwierigkeiten sind? Saskia ist ein Vergewaltigungskind, daher. Boah, das ist ja heftig. Ja. Aha. Wie alt warst du da? 15.